Ja, liebe Landjugend, liebe Freunde des Osterfeuers, ein Ereignis, was also im Jahreskreis der Gemeinde Wadersloh sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen wichtig, weil es letztendlich Gemeinschaft bedeutet. Die Landjugend organisiert hier so viel über das Jahr und trägt so viel bei zur Gemeinschaft im Dorf. Und das Osterfeuer, das kommt ja nicht hier einfach so und wächst ja auf dem Baum oder fällt vom Himmel, sondern dahinter steckt sehr viel Arbeit. Und die jungen Leute, die das hier machen, geben Beispiel für gesellschaftliches Engagement, um letztendlich den Wohnwert unserer Gemeinde hier auch zu steigern. Sie sind auch ein Beispiel und ein Vorbild dafür, dass gemeinsames Arbeiten für die Gemeinschaft trägt, dass sie komplett trägt. Ich freue mich, dass das Osterfeuer in Wadersloh weiter Bestand hat. Ich freue mich sehr darüber, dass wir diese Tradition weiter pflegen können. Dank euch, den Landjugendlichen, dank euch, dem Heimatverein. Denn das Osterfeuer hat nicht nur Tradition, sondern ist auch urchristliches Symbol. Jesus Christus hat den Tod überwunden und hat Licht ins Dunkel gebracht, für uns alle. Und das Osterfeuer soll genau dies symbolisieren, dass das Dunkel vertrieben ist durch das Licht der Welt, durch Jesus Christus.